Willkommen zurück zu Muffin und Matjes im Tavernmaster. Wir haben, glaube ich, alles aufgefüllt, oder? Yep. 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 Gut, dann starten wir gleich den nächsten Tag. Wir werden jetzt diesen Tag mal gar nichts an Geld ausgeben, außer Abenteuertisch. Die sind immer extra, die werden wir immer ausgeben, weil wir die Sachen brauchen. Das haben wir jetzt auch. Sehr schön. Wir werden die nochmal starten, damit wir noch mehr Bohnen rankriegen. Da haben wir so wenig von. Von da auch nochmal lüften. Aber ich versuche jetzt erstmal plus minus null, also dass wir hier plus rausgehen, hinzugeregelt. Und den werden wir uns erstmal vorrangig um die Küche kümmern. Und zwar Gewürzregal, Suppentöpfe und so weiter und so fort, damit wir hier mal Suppe auf den Tisch kriegen. Das muss sein, das muss sein. Suppe ist immer gut. Und den machen wir weiter. Deko. Auf jeden Fall. Und natürlich auch noch ein bisschen ausbauen, damit mehr Tische reinkommen. Noch ist die erste Etage ja nicht voll, ne? Noch passt. Damit wir wirklich weiterkommen mit den Aufgaben. Ja, ich weiß, wir können Events starten, will ich jetzt aber nicht. Bringt uns nichts. Wir können nur Events starten mit den Roten, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die Gelben. Ja, vielleicht hätte ich echt erst den erforschen sollen, aber gut, wäre schlauer gewesen. Man kann zwar abbrechen, aber den haben wir verschwendet, oder? Nee, das pausiert, das geht da also weiter. Das heißt, wir können erstmal die weitermachen. Sehr schön. Sehr schön, der lüftet das, ja? Den können wir vielleicht sogar noch mal eine Weinverkostung reinschieben, wa? Den haben wir es auf jeden Fall. Für morgen. Ja, aber Käse und so haben wir ja. Jo, dann machen wir das. Dann machen wir noch mal eine Weinverkostung rein. Dann machen wir erstmal das. Geht wohl vor? Sehr schön, sehr schön. Aber wir wollen uns trotzdem erst hier erstmal um die Küche kümmern. Muss. Wir wollen schließlich keine Eckspielunke haben. Das soll so eine schöne, beliebte Spielunke werden. Hier bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das mal ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, was ich mit der Ecke machen soll. Klo, ja, aber ob das passt? Vielleicht wäre es besser gewesen, den ganzen Raum hier an rüber zu schieben. Vielleicht mache ich das auch noch. Dann können wir hier halt das noch ein bisschen, obwohl. Ah. Passt das hier mit nicht, ne? Vielleicht noch eine extra Ecke für die Bühne später oder so. Die Bühne gefällt mir da sowieso nicht, aber. Mal gucken. Kriegen wir schon hin? Umbauen kann man ja Gott sei Dank so oft, wie man Lust und Laune hat. Oder Geld hat. Das wird schon laufen. Unser Dieb kann zumindest gegen mittlere Bedrohungen. Ich hoffe, es kommt keine hohen Bedrohungen. Also unser Wächter. So bezeichne ich den Wächter immer als Dieb. Das ist schlimm. Ganz, ganz schlimm. Jetzt müssen wir nochmal nach hinten reinkommen, damit wir die Jungs loschecken können. Und dann mal sehen, was am Ende des Tages überbleibt. Wir machen natürlich auch die Auffüllung. Es ist ein Lüftchen jetzt wieder. Sehr schön. Gut besucht ist die Kneipe eigentlich immer bei uns. Scheint die einzige in der ganzen Ortschaft zu sein. Ja, irgendwie sowieso. Wohnen die alle in der Burg, ne? Die leben alle in der Burg. Üblicherweise. Sieht zumindest so aus. Und in der Burg sieht man nicht mal Häuser oder so. Aber gut, wird schon so stimmen. Hauptsache die Leute kommen rennen, wie wir es brauchen. So, Geld, Löff, wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Um nochmal Bohnen, 155, die haben wir. Ist auch immer unterschiedlich stark, die Abenteurer, die hier kommen, ne? Hm? Wir erstmal die Huhn, so. Ja, gut, ja, gut. Ja, probieren wir mal da ein und da ein. Naja, gut, 99%, da brauchen wir keinen mehr losschicken. Käse brauchen wir ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht... Wenn das überhaupt gehen würde, ich glaube nicht, ne? Ne. Das lohnt sich nicht. Da ist die Chance zu niedrig. So, und hier, unsere Madeline hat auch Level Up. So, Geschwindigkeit nicht tragen, die ist ja überall nicht zu gebrauchen, aber die ist noch relativ... Trinkgeld ist relativ hoch. Ah, wir machen mal tragend höher, wa? Sehr schön. Umso schneller geht das hier mit Servieren. Auch wenn sie ziemlich oft leer rumlaufen, ist mir mal aufgefallen. Ich glaube, nicht tragen ist auch nicht so unwichtig. Oh, was haben wir hier? Level Up? Unser Viehsteak. Sehr schön, kostet jetzt auch schon 50. Wunderbar. Das freut einen doch. So, das lassen wir jetzt noch durchlaufen. Und gucken, was am Ende des Tages überbleibt. Dürfte ja ein bisschen was sein. Dim. Ich glaube, jetzt noch mehr Musiker einstellen lohnt sich nicht. Wird zwar mehr Gäste anlocken, ja. Aber mehr Gäste finden aktuell bei uns hier gar keinen Platz.
Das ist das große Problem. Wie sieht es denn hier eigentlich mit den Chancen aus? Ja, auf Rot haben wir eine 4% Chance, auf Gelbe immerhin schon mal eine 2%, die Lilane sind immer 0%, aber komisch. Ich will es für eine Supin. Die Supin kriegen wir schon hin. Wie viel Käse haben wir eigentlich noch? Wegen dem Eventbogen. 14. 5, ja, Käse sollte reichen. Alles kein Problem. Sollte definitiv reichen. Ich glaube, diesmal gehen wir weit ins Plus. Wie gesagt, Abendgeschäft fängt gerade erst an. Aber lassen wir uns überraschen. Dim, di, di, dim, di. Ja, ich glaube, ich werde das Ganze hier umbauen. Und später werde ich hier anbauen. Einfach die Nische mitmachen. Größer als so soll der nicht. Nee, nee. Wenn wir das nochmal umbauen müssen, tut mir leid, gehen denn anders. Machen wir hier vielleicht auch nur ein Fenster rein. Ah, vielleicht hier noch ein Fenster. Müssen wir mal gucken. Gefällt mir diese Ecke hier nicht. Das ist... Aber erstmal sowieso die Küche. Das hat jetzt keine Eile. Erstmal geht das so. Ihr kennt es ja, egal welches Spiel, ob es nur Raft, CFDs oder hier in jedem Spiel, wo man irgendwas bauen kann, wird alles zigmal umgebaut, bis das perfekt stimmt. Das kennt man ja schon. Dann kann ich einfach nicht anders. Wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich es nicht so stehen lassen. Dann muss ich es wieder umbauen. Das geht nicht anders. So, über 1000 kommen wir locker, glaube ich. Oder? Das dürfte noch ein paar Bestellungen geben, oder? Obwohl. Gut, über 1000 sind wir gekommen. Aber es war nicht so viel heute, ne? Ist auch jeden Tag unterschiedlich. Aber wir sind auf jeden Fall über 1000. Wohl, die Gäste gehen ja schon. Da kommt ja schon gar nichts Neues mehr. Den haben wir auf jeden Fall fertig morgen. Wenn das Event startet, dann haben wir auch nochmal plus 21 Gäste. Denn wenn wir wohl erstmal den machen, bevor wir den weitermachen. Weil das bringt uns aktuell nichts. Dim, 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 dim. Sehr schön. Ich mag die Musik, tut mir leid. Ich mag die Musik des Spiels, sie ist echt schön. So, dann schmeißen wir raus den Rest. Mehr verdienen wir hier eh nicht. Die Laden ist zu. Ein bisschen Deko haben wir ja auch schon. Kommt alles noch. Dim, 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 dim. Jo, 683 plus, das hatten wir schon besser. Das hatten wir definitiv schon besser. Heute war nicht so viel essen. Aber trotzdem, lüften, ne? Verärgert war keiner. Sehr schön. Dann machen wir jetzt erstmal Standardprogramm. Auffüllen. Zack, das muss wohl. Hier auffüllen. Bitte. Und da selbstverständlich auch einmal. Und immer noch 682 plus. Passt doch. So, jetzt will ich einmal kurz was googeln. Wie gesagt, anfangs lässt sich Minus gar nicht verhindern. Wir müssen ja auch die Küche weiterkriegen. Das Gewürzregal. Wo stehen wir das denn hinten? Wie rum gehört das eigentlich? Hier das Gewürzregal hinstellen. Hier hätte ich gerne die Suppenkessel, ehrlich gesagt. Mal gucken. Geht eh nur einmal. Die Suppenkessel kosten 250. Und ich brauche vermutlich einen Kessel pro Suppe, ne? Aber wir probieren mal erstmal ein. Wir haben drei Suppen, ne? Dann stellen wir erstmal den ersten hier hin, würde ich sagen. Sind wir eh pleite. Können wir denn jetzt andere Suppen ins Programm nehmen? Wir gucken sofort. Den haben wir. Sehr schön. Den haben wir auch. So, wir haben das Rezept. Wunderbar. Da gibt es dann auch nochmal Geld. Da gibt es dann nochmal ein schönes Bild. Waschbecken kommt auch noch. Jetzt will ich mal was gut kennen. Und zwar, wir haben keine Suppe. Um diese Suppe zu kochen, brauchst du eine Kiste, ein Gewürzregal, eine Schüssel und einen Kessel. Was ist denn eine Schüssel? Mal gucken. Die da oder was? Das ist ein Becken. Vielleicht ist das mit Schüssel gemeint. Kochtopf werden Suppen zubereitet. Anscheinend ist es der. Gut, dafür brauchen wir mal 450. Ja, ist klar. Gut, aber wir haben auf jeden Fall alles aufgefüllt, auch wenn wir jetzt ins Minus rutschen. Wir machen wieder auf. Jo, 799 im Minus. Gut, wir können noch keine Suppen kochen. Ich wusste nicht, dass ich das Ding auch noch brauche. Kommt aber noch. Machen wir den am nächsten Tag. Bediene mehr als 120 Kunden an einem Tag. Das sollten wir hinkriegen. Serviere einen ganzen Tag lang nur Hauptgerichte. Ja gut, das wird jetzt gerade nicht funktionieren, aber ich muss trotzdem mal was gucken. Wir haben ja Stammtisch heute.
Ach, die aktivieren sich automatisch, wa? Dieses Lebensmittel für das laufende Ereignis erforderlich und kann nicht aus dem Menü geht automatisch, jo. Ne, kann weiterlaufen. Ich dachte, ich muss das noch aktivieren. Hätte schon sein können, ne? Alle Gäste wurden bedient. Jupp, danke. Ich hoffe trotzdem noch, ihr trinkt sehr, sehr viel Wein. So, unsere Bohnen sind wieder da. Wunderbar. Davon haben wir mittlerweile jetzt auch mal 12 Lüfter. Ich glaube, dann muss ich demnächst mal wieder Käse losschicken. Wir brauchen ja jetzt ein bisschen Käse. Wein dürfte wieder weggehen wie warme Semmel. Das kennen wir schon. Und die bestellen sowieso nur Käse. Suppen ist jetzt aktuell gar nicht wichtig. Ah, ich weiß nicht, ob dass die Schüssel sein soll, die Wasserschüssel da. Die Übersetzung ist manchmal ein bisschen merkwürdig für das Spiel. Wir werden es einfach ausprobieren, dann wissen wir es. Die Jungs können wir auf jeden Fall noch nicht losschicken. Würde ich gerne. Wie viel brauchen wir denn für den Käse? 258. Das kriegen wir hin. Ich denke mal, die werden hier noch genug Wein trinken. Vor allem, die trinken ja auch gerade mehr als nur das kostet Wein normalerweise. Da steht 7, gut. Die kosten alle 7 aktuell wegen dem Event. Aber ich glaube, normalerweise ist Wein 4 oder 5. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall verdienen wir mehr dadurch. Zwischendurch gibt es noch ein bisschen Käse, der echt teuer ist, Alter. 50 oder so, ne? 50 an Käse, stellt euch mal vor, Alter. Ihr geht in den nächsten Netto oder Lidl und wollt euch eine Packung Käsebrot aus Stadt holen und zahlt dafür 50 Euro. Mir würde jeder Bissen im Hals stecken bleiben. Du kannst doch nicht mehr essen. Aber so kommt einem das hier vor. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Wein. So soll es aber auch sein, denn viel Wein ist fein. Jo, die trinken wirklich eine Menge Wein. Klar, bei diesen Veranstaltungen, weil es nur 30 Gäste sind, haben meine Kellner nicht alle voll zu tun. Aber mindestens ein Wiesle, ne? 258 brauchten wir, oder? Ja. Jetzt haben wir es. So, dann besorgt mal neuen Käse, Jungs, bevor ihr hier alle isst. 16, 16. Ah, haben wir keine 10er? Nö. Aber hier nämlich. Einer reicht. Gut. Können rein theoretisch sogar noch andere losschicken. Für Bohnen vielleicht. Müssen wir gleich mal gucken. Da brauchen wir aber erstmal das Geld. Anfangs ist es echt nicht möglich, ohne Minus rauszugehen, wenn man Deko und das alles kaufen will. Aber mit der Zeit wird es dann halt immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und irgendwann fließt das Geld so rein, dass man gar nicht mehr ins Minus kommen kann. So, gehen wir mal. Kriegen wir das noch hin? 14, 13, 12, 12. Ja, gut. Wir probieren's. Wir probieren's. So, mehr Geld wird jetzt aber auch nicht ausgegeben. Definitiv nicht. Vielleicht gehen wir zumindest ein bisschen mit 400 raus, dass wir uns noch hier den Bottich da, den Wasserbottich leisten. Wäre schön. Damit wir ab morgen vielleicht auch mal Supin auf dem Programm haben. Es wäre auf jeden Fall sehr schön. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Wir süffeln hier größtenteils nur Wein. Wir müssen ja garantiert Wein nachfüllen. Ah, könnte schwierig werden, das hinzukriegen. Denn eben den Tag darauf. Wein darf ja nicht leer werden beim Event. Das wäre doof. Dem, weil die süffeln ja wollen wie die Bekloppen. Welche Sorte ist das? Mellow oder? Ich kenne mich mit Wein nicht aus. Ich weiß gar nicht, was es da alles für Weinsorten gibt. Ich bin kein Weintrinker. Ich trinke nichts Wein. Gar nichts. Da habe ich absolut keine Ahnung von. Auf jeden Fall, das Event ist ja auch schon wieder fast vorbei. Ne, ich glaube nicht, dass wir die 400 kriegen. Aber immerhin. Immerhin. Wein ist so gut wie wieder voll. Das bisschen können wir gleich am Ende des Tages nachfüllen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Den Lüftert. Wir kriegen die Suppen. Definitiv liegt die Suppen im Programm. Die Forschung dürfte auf jeden Fall fertig sein danach. Dann machen wir erstmal das da.
Das wäre natürlich auch nice, ne? Das Fasslager. Was ist das überhaupt? Das Vorratslager wird verwendet, um alle Fässer und Küchenkissen auf derselben Etage während der Nacht automatisch aufzufüllen. Wenn es auf einer Etage kein Vorratslager gibt, musst du alles von Hand auffüllen. Ja, nice! Brauchen wir unbedingt, aber dann werden wir die Leute hinkriegen. Wir machen trotzdem erstmal das danach. Guck mal, die gehen schon wieder, siehst du? Gott, war schon wieder, aber einer hat noch einen Wein bestellt. Okay. Die Almtoren alle unterwegs. Ah, trotzdem noch. Gut Gewinn gemacht. Da kann man sich nicht beschweren. Ich warte erstmal ab, weil ich erstmal auffüllen muss und so. Was dann noch überbleibt, ob wir dann noch den Küchenbottich kaufen können oder nicht. Wieso gehen die eigentlich immer so früh bei diesen Events? Die können doch ruhig bis 22 Uhr noch bestellen. Aber nee. Das war die Forschung. Wunderbar. Plus 21 Gäste am Tag. Den machen wir jetzt erstmal hier die Küchenutensilien Level 2. Weiß gar nicht, was daran anders ist. Werden wir sehen. Wir brauchen auch wieder 50 von denen. Wie viel Käse haben wir denn noch? Ich meine, das ist ja auch schon wieder Käse im Anmarsch. Da haben wir noch 10. Da haben wir 0. Oh. Wir haben gut Käse verbraucht, ne? Und der bringt zwar nochmal 11 Käse mit, braucht aber noch 2 Tage. Gut, dann warten wir noch ein bisschen mit dem Event. Bevor wir jetzt hier wieder ein Event starten. Jetzt geht der Käse aus. Okay. Aber Käse ist ja im Anmarsch. Warten wir ihm 2 Tage, der Lüft hat. Hat ja nur auch keine Eile. So, Hütte ist leer, alles ist aufgeräumt, kommt ja selten vor. Aber jetzt müsste gleich auch hier die Bilanz auftauchen. Sehr schön. Immer noch ein Gewinn gemacht. Bis jetzt. Die Abenteurer sind immer so teuer, ne? Und aufgefüllt haben wir auch einmal. So, dann müssen wir auch noch einmal auffüllen. Aber ich glaube, es reicht. Warte mal, für einen Suppenbottich. Küche. Wenn der das ist, ich bin mir da gar nicht sicher. Aber Kesseln, so haben wir ja schon. Wir probieren es einfach. Dann stellen wir einfach mal hier in die Ecke. Was? Köcher für Tasche 1 haben nicht genug Kessel, um alle Suppen... What? Moment. So, das haben wir mit den Hauptgerichten. Waschbecken für die Küche war das also auch. Wunderbar. Das Geld nehmen wir auch mit. Sehr schön. Zum Erdbeerkuchen kommt noch. Bediene mehr als 120 Kunden an einem Tag. Ja, dafür brauchen wir, glaube ich, wirklich erst einen Platz, ne? So, dann will ich mal kurz was googeln. Und zwar, ja, wir gönnen jetzt die Suppen. Aber er kann immer nur eine Suppe kochen. Der braucht für jede Suppe einen Kessel, ne? Das ist, wie ich vermutet habe. Wir haben 3 Suppen. Das heißt, wir brauchen 3 Kessel. Oha, du. Oh, teuer die Kessel, Mensch. Oh, der andere muss jetzt mal warten, du. Mehr können wir uns nicht leisten. Können wir immerhin schon mal 2 Suppen machen. Getränke sind voll, Kisten dürften auch voll sein. Bis auf Käse. Ja. Wir machen erstmal auf. Ah, gut, jetzt haben wir erstmal Dieb, klar doch. Schön abgewehrt. Haben nicht genug Kessel, haben alle Suppen. Ja, ich weiß, ich weiß. Es kommt gleich noch ein Kessel. Immer mit der Ruhe, Jungs. Wir sind die 6 Teppiche. Bereite Erdbeerkuchen, das haben wir ja schon. Ein Durchschnitt von 1,15 für Essen. Wir sind bei 1,10. Ja gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Jetzt müssen wir erstmal ins Blues kommen. Hier ist was fertig. Jo, unser Bohnen. Bohnen haben wir jetzt erstmal. Ich würde gerne gleich nochmal Käse losschicken. Aber dafür brauchen wir halt auch... Aber erstmal der Kessel. Mir geht die Anzeige da auf den Keks. Kessel geht vor. Zumindest können Sie schon mal 2 Suppen bestellen, ne? Bis jetzt nicht. Nö, Kessel sind leer. Ah, wohl. Er holt echt dieses Schmodderwasser aus der Wanne, um eine Suppe zu kochen. Ist das so ein Ernst? Die Suppe will ich aber nicht essen. Nee, jetzt. Echt nicht. Okay. Wo auf jeden Fall haben wir alles da. Essen bestellen können Sie. Bude wird ja erst voll. Kommt alles noch. Dim.
Das mit der Suppe ist schon. So, warte mal, was ist denn hier los? Hier, unsere Braut. Sehr schön. Oh fuck, kostet auch schon 42, ne? Ist fast auf 5 Sterne. Sehr schön. Hat nicht hierfür gereicht, ne? Nein, ist aber bei 1,14, echt jetzt. Ach, kommt schon noch. Auf jeden Fall machen sie echt zwei Süppchen. Ja. Irgendwelche Gemüsesüppchen. Da kommt gleich noch ein Käse, Jungs. Immer mit der Ruhe. Aber es hat auch noch keiner Suppe bestellt, ne? Zumindest sehe ich keine Suppe. Aber die gute Suppe, die kommt schon noch. Nee, das war keine Suppe. Nee. Suppe muss aber sein. Die gute Suppe. Das ist Fisch. Was, Subi? Was ist denn das, Alter? Porri im Wasser eingeweicht, oder was? Das ist doch keine Suppe. Wo gibt's auch noch Suppe? Das sieht aus wie Karottensuppe. Boah, das sieht auch schon aus wie dreimal gegessen. Na gut, nee, okay. Lassen wir das mal mit den Suppen. Aber sie bringt zumindest Geld, ne, oder? Was verdienen wir denn an den Suppen? Ah, gut, ja gut, ja gut. 12, 13, 11. Aber dafür sind sie ja billig, ne? In der Herstellung. Lauchsuppe und Gemüsesuppe ist das. Also so. Dann gibt es noch eine Tomatensuppe. Wir brauchen echt einen dritten Kessel. Den. Aber der kostet 250. Aber das wird schon kommen, hoffe ich. Und ich glaube, den müssen wir uns, wenn wir das mit der Küche erledigt haben, hier echt immer um den Ausbau kümmern. Damit wir mehr Tische reinkriegen. So kann das nicht bleiben. So kann das partout nicht bleiben. Wir müssen mehr Gäste in den Laden kriegen. Zumindest geht das hier langsam gut los mit dem Bestellen. Aber die brauchen auch nicht jedes Mal einzukochen. Wenn ich so richtig gelesen habe, sind immer 4 Teller an einem Käse, ne? Wenn sie sich alles so rausnehmen. So, wir können uns den Käse leisten. Küche. Ja, stell ihn. So, jetzt ist zumindest die Meldung weg. Jetzt können sie auf jeden Fall alle Suppen machen. Gerade rechtzeitig zum Abendgeschäft. Und jetzt dürfen wir aber erstmal kein Geld mehr ausgeben. So Abenteurer schicken wir, glaube ich, heute mal nicht los. Aber wir brauchen auch noch Geld zum Kisten und Fässer auffüllen und so. Haben gute Ausgaben gehabt heute. Sehr gute. Das lässt sich doch jetzt gerade gar nicht mehr verhindern. Man muss sie ja nicht jeden Tag losschicken, die Abenteurer. Ja, und dann wenden wir hier aus bis hierhin, wo es geht. Dann haben wir noch Platz. Den Raum werden wir noch umbauen. Yep. Das muss. Wir bestellen hier zumindest gute Humpen, wie wir sagen wollen. Ah, da haben sie aber noch keine Suppe gemacht. Wahrscheinlich erst am nächsten Tag, ne? Obwohl. Ne, er geht zum Grill. Okay. Ich dachte gerade, er macht jetzt noch. Ein bisschen Geld kommt ja trotzdem noch bei rum, wie man sieht. Sehr schön. War jetzt halt eine teure Investition. Was ist es auch nicht, wenn in einem Kessel 4 Teller drin sind und es werden aber keine 4 Teller am Tauch bestellt, denn schmeiße ich den Rest weg oder was? Habe ich die Zutaten umsonst weggeohrt? Wie forst danach aus? Zumindest werden Suppen bestellt. Das auf jeden Fall. Und ich komme hier halt nicht weiter. Da müssen wir erstmal essen. Teppiche gut kann man kaufen. Aber jetzt gehen erstmal andere Sachen vor. Und hier. Ja, auf die 120 kommen wir nicht. Wir dienen mehr als 120 Kunden an einem einzigen Tag. Wir brauchen mehr Gäste. Das heißt, wir brauchen mehr Tische. Wir haben gleich Feierabend. Weh, du schmeißt jetzt noch die dritte Suppe an. Dann hau ich dir die Löffel lang, du. Da kannst du aber einen drauf lassen, mein Freund. Das Geld, was wir jetzt haben, wird hier benutzt, um Sachen aufzufüllen.
Ah, neue Gäste dürfen jetzt nicht mehr kommen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt noch neue Bestellungen an Suppe reinkommen. Aber immerhin, nochmal auf 768. Ihr dürft jetzt mal so gehen, Jungs. Hier hat etwas ein Level up. Jo, der gebratene Fisch. Sehr schön, der kostet jetzt auch schon 57. Dann haben wir das, ne? Ja, das haben wir jetzt. Wir haben 1,19. Ah, Schatti! Aber fast. Oh, wir kommen aber fast ran, ne? Nicht ganz, aber fast. Wir brauchen ein bisschen mehr Dich. Also, das ist okay, das ist okay. Ja, jetzt gehen sie. Jetzt gehen sie, okay. Du habt doch wohl nicht? Nein. Und das, was da jetzt drin ist, entweder heben sie es bis zum nächsten Tag auf, was schon sehr widerlich wäre, oder wir schmeißen sie weg. Muss ich gleich mal drauf achten. Das wäre wirklich widerlich. Okay. Aber wir haben trotzdem noch einen Gewinn gemacht. Trotz der Ausgaben. Sehr schön. Ja, das läuft doch. Wir hatten sogar 8 rote. Sehr schön. Verärgerte Kunden hatten wir keine. Das freut einen doch. Den füllen wir hier einmal auf. Das muss. Muss ja immer da sein. So, hier können wir einmal auffüllen. Hier können wir einmal auffüllen. Sehr schön. Käse haben wir hier 0. Und da? Ah, 10. Aber ich glaube, wir haben auch einmal Käse unterwegs, ne? Ja, gut. Gut, dann starten wir am besten, würde ich sagen, gleich den nächsten Tag. Haben wir alles da? Um zu sehen, ob er jetzt Suppe macht. Sie schmeißen es weg, okay. Das wäre ja schon sehr ekelhaft. Jetzt werden garantiert aber auch alle treu gekocht. Sie wäre einen ganzen Tag lang nur Hauptgerechte. Bediene mehr als 120 Kunden an einem Tag. Ja gut, das haben wir immer noch. Oh, warte mal, bevor hier jetzt Essen bestellt wird. Dann nehmen wir das hier erstmal alles raus. Genau wie die Supin, damit wir die Hauptgerichte kriegen. So, und das müsste ausgegraut sein, ne? Naja. Veranstaltung gibt es also aus Supi. Jo, jetzt haben wir nur Hauptgerichte. Sehr schön, dann kann es weiterlaufen. Dann können wir das mit Chloe mitmachen. So, und wir planen den mal für den nächsten Tag, würde ich sagen. Hier nochmal so eine Weinverkostung. Brauchen wir die überhaupt? Warte mal. Naja, die brauchen wir auf jeden Fall. So eine Weinverkostung, da gibt nochmal 30 davon. Sehr schön. Und bis dahin ist der Käse da. Hier, abgeschlossen. Wunderbar. Ohne gab es auch nochmal. Sehr schön, ja. Gut, Erdbeeren haben wir eine ganze Ecke. Ah, wenn... Jetzt haben wir mal Fleisch dabei. Aber Schwierigkeit 100, das wird ja nie was. Wir werden es aber gleich mal probieren. Aber wir müssen natürlich erstmal in den Plus kommen. Doch, alles. Das werden wir definitiv gleich mal probieren. Das muss die Bude erstmal voll werden hier. Damit Schotterrinko. Ah, so viel zum Thema nur Hauptgerichte, ne? Und die köcheln Suppe. Suppe ist kein Hauptgericht. Lass mich raten, dann zählt das wieder nicht, weil irgendeiner bestellt hat, bevor ich es angeklickt habe. Ja, sieht so aus. Gut. Den, warte mal, den machen wir es anders. Dann machen wir das alles wieder an. Und machen es am nächsten Tag, dann stelle ich es vorher ein. Garantiert hat er einer gleich beim Reinkommen bestellt. Das hatten wir schon mal, dann zählt er das wieder nicht. Weil ja eine andere Speise dazwischen war. Hier ist nicht schlimm. Da müssen wir bloß dran denken, bevor wir den nächsten Tag starten, definitiv einmal alles auszumachen, dass wir gleich nur mit Hauptgerichten starten. Dann kann keiner was anderes bestellen. Geht ja nicht anders. Das muss, das muss. Oh, aber Mut ist voll. Also aus dem Minus kommen wir jetzt raus. Sehr schön. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Unser Steak hat ein Level up. Wunderbar. Kostet jetzt auch 55. Das freut einen doch. Ich möchte ja die Aufgabe hier auch gerne weitermachen. Vor allem, weil ich das Bild haben will. Das gibt bestimmt gute Prestige. Teppiche, mal gucken. Je nachdem, wie viel Geld wir reinkriegen, können wir vielleicht aber Teppiche kaufen.
Ja, gut, hier sind genug Teppiche, aber hier nicht, ne? Hier ist einer, hier ist einer. Die Teppiche sind alle hässlich, mal so nebenbei bemerkt, aber... Wir brauchen sie ja nun mal. So, und hier würde ich halt gerne den mal losschicken, aber der ist teuer. Und ich glaube, wir brauchen das aktuell gar nicht. Denn lieber Erdbeeren, wa? Oder nochmal Bohnen, da haben wir am wenigsten von. Oder Pilze. Ja, wir schicken Pilze los. Einmal den und den. Den nehmen wir den nochmal mit. Na gut, den nehmen wir den Elfer. Sehe schon, der marschiert mal los, die Jungs. Wir wollen hier schließlich mit Gewinn rausgehen, aber ich glaube, das regeln wir auch hin. Dann haben wir noch genug über zum Auffüllen und der lüftert. Noch hat das Abendgeschäft nicht angefangen, da kommt eh die meiste Kohle. Aber die macht jetzt nur noch Hauptgerichte. Bis auf die eine Suppe am Anfang verkaufen sie jetzt nur noch Hauptgerichte. Es geht, glaube ich, immer danach, was eingestellt ist, wo die Gäste eintrudeln. Die meisten kamen halt, bevor ich das wieder angemacht habe. Ist schon ein bisschen doof, aber gut. Solange wir Gewinn machen, lüftet doch. Die können da gerne sitzen bleiben. Die planen da wieder irgendwelche, keine Ahnung, Aufträge. Zumindest haben wir ja schon mal die Sondersachen. Das ist aber was. Nächsten Tag ist der definitiv erstmal Weinverkostung. Ist der Käse. Ja, was gucken. Ein Hauptgericht. Die essen da ja sowieso nur Käse, ne? Also müsste es klappen. Mit dem Event. Bin ich mal gespannt. Well, Käse ist ein Hauptgericht. Ja, also Gewinn machen wir. Ich werde jetzt aber allerdings nichts weiter ausgeben, weil wir hier halt auch noch gerne die Sachen auffüllen möchten. Komm doch langsam voran. Wie gesagt, nächste Aufgabe wäre jetzt definitiv erstmal hier weiter auszubauen, damit wir mehr Tische reinkriegen, weil sonst... Wir haben zu wenig Gäste, sonst kommen wir nicht weiter. Wir brauchen definitiv mehr Gäste. Da führt nix dran, Fuboy. Oh, der hat ein Hähnchen oder sowas. Das ist ein Steak. Das ist gut. Jo, Henker braucht was für die Knochen, du. Henker braucht was für die Knochen, definitiv. Mönch berät mit den Henkern. Hier sitzt alles, ne? Elfen, Bauern, Nonnen, Mönche, Opis, Henker. Hier sitzt alles. Ja, herrlich. Ja gut, aber du hast mehr als gedacht, hätte ich gesagt. 825 sind wir, ja? Ich glaube, ein bisschen Peanuts kommen wir rein, oder? Solange wir keine fähigen Kunden haben. Bis jetzt geht das alles, wie gesagt. Das kriegen sie auch noch einigermaßen im Griff. Essen steht da auch noch. Warum machst du denn nichts, wenn da Essen steht? Ah, war wahrscheinlich schon bei der angepeilt. Da kommt auch noch was. Was ist denn das? Ein gutes Steak. Sehr schön. Noch tatsächlich noch über 1000. So, neue Gäste kommen definitiv nicht mehr. Ja, sehr schön. Es freut einen doch. Ich mag dieses Spiel so sehr. Ich kann nicht mehr aufhören. Oh, aber hier werde ich ein bisschen... Oh, so viel ist das gar nicht. Aber ein bisschen nachfüllen werde ich müssen. Sehr schön, aber es ist alles ausgeliefert worden, ne? Alles wird noch bezahlt. Wunderbar. Ja, das wird er dort. Den gehen jetzt die Gäste. Wir sind bei 1149. Haben wir doch noch gut Gewinn gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Der Rest wird jetzt schon gehen. Die räumen ja schon ab. Jo. 742 haben wir noch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Verärgerte Kunden haben wir keine. Das freut einen doch. So, den füllen wir hier auch mal auf. Sehr schön. Und hier, selbstverständlich auch. Muss. Aber immer noch 760 gewinnen. Wunderbar. Gut, nächsten Tag müssen wir diesen Stammtisch haben, die Weinverkostung, genau. Da gibt es wieder jede Menge Käse. Käse haben wir hier 15.
Da 6, 21 Käse insgesamt, das sollte eigentlich reichen. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Freut euch am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Bye, bye.